Liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial hier auf diesem Kanal. Es ist das erste Video in einer ganzen Reihe von Videos über herausfordernde Anflüge, die wir in unserem bevorzugten PC-Simulator absolvieren können. Dieses Video ist kostenfrei oder beziehungsweise für alle erhältlich. Die weiteren Videos dann werden aber nur noch für Patreon-Member zur Verfügung stehen. Das sind also alle diejenigen, die mich zusätzlich zu den Zuwendungen im Stream, in den Livestreams noch mit einem monatlichen Betrag extra unterstützen. Und diesen Spendern möchte ich natürlich auch ein bisschen was zurückgeben, und dazu gehört eben auch diese Videoreihe, um hier etwas mehr zu liefern als nur ein schnödes Dankeschön. Das Video hier über den Anflug, unschwer zu erkennen, auf Samus, auf die Bahn 09, einer der spannendsten Anflüge, die man überhaupt machen kann, wird für alle verfügbar sein. Es ist also ein ganz normales Video, das ich für den ganzen öffentlichen Kreis hochlade auf YouTube. Und vielleicht überlegt es sich da ein oder andere noch, auch bei Patreon Mitglied zu werden, oder bei meinem Patreon-Kanal, sagen wir es mal so, um sich die weiteren Videos zu sichern. Wer Nein sagt, ist trotzdem immer gerne gesehen bei mir. Es ist keine Verpflichtung, hier, wie gesagt, irgendetwas zu geben, zu spenden. Aber ja, weitere Videos über spannende Anflüge eben nur noch dann über den Patreon-Kanal. Es werden ungefähr 10, 11 Videos noch dieses Jahr sein. Ich werde im Sommer ein wenig pausieren, um Urlaub zu machen. Und wie gesagt, wir beginnen heute mit Samus, für alle verfügbar. Viel Spaß dabei. Bevor wir den Anflug in der Praxis mit der Hand quasi am Side-Stick durchführen, müssen wir natürlich uns erstmal mit der Theorie beschäftigen. Und dazu gibt es natürlich Kartenmaterial, um sich das Ganze mal genauer anzugucken. Ich komme gleich drauf zurück. Das ist nicht allzu brauchbar, so viel schon mal vorab. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich mal sich zum groben Überblick verschaffen, das ganze Material hier mal durchsehen. Aber da sehen wir eben schon für Samus, ich habe das jetzt hier mal aufgeblendet im Navigraph Kartenmanager, ist nicht allzu viel da. Wir haben eine Arrival Chart, einmal einen Überblick und einmal dann die einzelnen Arrival Charts nochmal etwas genauer aufgeführt und eben ein paar Anflüge. Im Grunde genommen sind die aber nicht wirklich dann nutzbar für den Sichtanflug auf die 09, weil sie halt nur zu dem VOR führen, was hier am Platz steht. Und spätestens dann hier würde man dann schon überlegen müssen, wie kommt man jetzt auf die Bahn. Auf die 27 ist es vielleicht noch halbwegs machbar, weil wir hier keine schweren Berge haben. Aber dann eben links der Anflug auf die 09, das ist eben das Kritische. Und gerade darum geht es uns ja hier. Und das wollen wir natürlich auch so ein bisschen auch mal Stück für Stück aufdröseln, wie wir das denn machen könnten. Schauen wir uns erstmal die generelle Situation an. Die meisten von euch werden aus dem nordwestlichen Sektor kommen und werden die Insel über Ormos anfliegen. Also es ist eigentlich der Wegpunkt, der ja in 9 von 10 Fällen hier immer zum Einfliegen auf den Inselbereich führt. Viele Flüge kommen ja eben aus dem aus Westeuropa, Frankreich, Belgien, Deutschland, Schweiz, Österreich, Norwegen, was auch immer. Und die treffen hier quasi über Ormos alle auf das Gebiet um Samos. Und deswegen konzentriere ich mich auch in diesem Video auf diesen speziellen Teil ab Ormos. Die Möglichkeit besteht natürlich dann, die ganze Arrival tatsächlich abzufliegen. Wir sehen es ja hier an der Karte, möglich ist das. Das wäre die Ormos 1 Charlie Arrival. Beziehungsweise wenn wir aus eher Südeuropa kommen oder Nordafrika, wäre das dann O'Neill. Möglicherweise gibt es auch dann ein Direct auf Delox. Aber diese Arrival abzufliegen wird kaum praktiziert. In
dem Großteil der Fälle oder in fast allen Fällen gibt es einen Switch auf den Sichtanflug, spätestens dann bei Ormos, und dann fliegt man die ganze Geschichte hier tatsächlich im Sichtflug ab. Und man kann natürlich auch beim Controller, das ist gar keine Frage, eine komplette Star requesten. Das wäre aber ein bisschen Perle vor die Säue geworfen. Es kostet Zeit, das ist ein Riesenumweg. Wir befinden uns dann sehr weit südlich der ganzen Insel und müssten den Weg wieder zurück. Und kostet, wie gesagt, Zeit. Es kostet natürlich Treibstoff und damit auch Geld, das heutzutage ja immer etwas knapp ist, und die Ressourcen sollten natürlich auch geschont werden. Also das wird man in den meisten Fällen hier vermeiden. Im Prinzip also, wie schon erwähnt, über Ormos und dann in den Sichtanflug auf den Flughafen von Samos. Bei Ormos ungefähr, wir werden es dann noch in dem Praxisvideo ein bisschen genauer aufzeigen, sollte man ungefähr 6000, 6500, 7000 Fuß haben, nicht viel mehr. Die MSA übrigens hier in diesem Sektor links vom Samos VOR ist 4000, ist 5000 ein paar zerquetschte Fuß, also nicht allzu weit entfernt. Und natürlich haben wir dann Sicht Kontakt mit dem Gelände, das heißt, wir können also da auch die unterschreiten, aber wir sollten ungefähr für eine ordentliche Planung und für einen ordentlichen Sinkflug dann schon in dem Bereich eben, wie gesagt, zwischen 6 und 7000 Fuß bei Ormos ankommen. Das kann man sich natürlich leicht im FMC bzw. in der MCDU für den Airbus setzen. Wir zeigen das dann. Übrigens ganz kurz eingefügt, ich werde diese Anflüge, die meisten jedenfalls, immer mit dem Airbus abfliegen, denn es ist einfach das Flugzeug, das mir natürlich auch durch meine Arbeit am meisten vertraut ist. Gut, wir haben dann weitere Möglichkeiten, ab Ormos das Ganze über den Sichtanflug zu regeln. Wir können einmal, was die häufigste Variante ist, einmal quasi die Insel ja im linken Teil durchfliegen zwischen diesen beiden Bergketten. Die Höchsterhebung hier ist knapp 4800 Fuß. Hier ist übrigens die Höhle des Pythagoras, des berühmten griechischen Gelehrten, Mathematikers. Die befindet sich hier auf diesem Berg. Dort musste der Gelehrte flüchten, nachdem er sich mit einem samosischen Tyrannen namens Polykrates verscherzt hatte. Und da hat er dort in einer Höhle vor den Häschern dieses Polykrates Unterschlupf gefunden, das nur so nebenbei. Die Möglichkeit gibt es also, das ist übrigens auch, wie gesagt, die meistgenutzte Möglichkeit. Es gibt auch noch das Verfahren hier über diesen Bergrücken zufliegen. Da sollte man dann tatsächlich die 6000 ungefähr halten, hat dann natürlich den Nachteil, dass man hier nach dem Berg relativ stark dann sinken muss, um sich auf die, ja, 2000, 2500 zu bewegen, die man dann hier haben sollte, nachdem man diesen Zipfel hier umflogen hat. Oder natürlich, wir können auch hier links anhand neben der Insel entlang fliegen, westlich davon, und dann hier die ganze Küste mitnehmen. Die beiden letztgenannten Möglichkeiten sind jetzt allerdings wirklich nicht praktikabel oder sehr sinnvoll. Das meiste ist tatsächlich, wird eben hier durchgeroutet durch diese beiden oder zwischen diesen beiden Bergen durch diese Lücke. Und es kommt eben sehr zu Passe, dass die Insel zumindest in den Sommermonaten perfekte Wetterbedingungen mitbringt. In 9 von 10 Fällen ist hier Kev okay. Oder überhaupt keine Wolken und nur mäßige Winde. Das ist also besonders gut, wenn wir hier das alles nach Sicht machen wollen. Und sollte die Insel dann einmal ausnahmsweise tatsächlich unter dichten Wolken versteckt sein und wir nichts sehen, dann wird man auf den Alternate zurückgreifen, entweder Kos, Rhodos oder Athen, je nach Planung der Airline. Gut, dann nehmen wir mal den Fall tatsächlich, wir bekommen von Samos Tower, entschuldigt bitte, die Freigabe für einen Sichtanflug. Wir wechseln also ab Ormus dann in den Visual und wir fliegen hier durch dieses Tal durch in südliche Richtung.
würden dann ein Stück, ganz kleines Stück rausfliegen, ungefähr, ja, 2, 3 Meilen von der Küste entfernt und würden dann dieser Küste, dieser südlichen Küste folgen. Wenn wir hier so leicht um die Ecke kommen, kommt dann so eine kleine Insel in Sicht. Die Insel heißt Samyupula und das ist ein oder der, sagen wir mal, der erste Hauptpunkt, um sich für den Anflug halbwegs stabil vorzubereiten, zu planen, zu wissen, dass man auf dem richtigen Weg ist, auf der richtigen Spur. Stichwort stabil. Das ist ja natürlich alles Pi mal Daumen. Es ist klar, ihr kennt Sichtanflüge, die werden nicht nach präzisen Tabellen, präzisen Nummern, präzisen Werten geflogen. Hier ist alles Pi mal Daumen, hier ist alles mit dem Auge abgeschätzt, hier ist alles nach dem gesunden Pilotenverstand geflogen und das ist natürlich auch bei diesem Anflug so. Es gibt also keinen tatsächlichen Wert oder keine Maßgabe, in welcher Höhe, mit welcher Geschwindigkeit, in welche Richtung, ob nördlich, südlich davon man die Insel Samyupula zu überfliegen hat, aber sie ist eben ein wichtiges Merkmal, ein erstes Merkmal für die Stabilisierung oder für den weiteren Verlauf unseres Anfluges. Wir kommen also hier um diese kleine Landzunge herum, sehen Samyupula, überfliegen sie oder umfliegen sie, je nachdem. Wir können auch hier dazwischen durchfliegen, ist allerdings nicht wirklich sehr breit, dieser kleine Korridor. Und dann geht es also wirklich immer entlang der Küste auf diesen Bereich hier zu, wo dann der eigentliche spannende Teil beginnt. Wir haben jetzt bei dem offiziellen Kartenmaterial dann natürlich das Problem, wir wissen gar nicht, wie geht's weiter. Die Karte zeigt dich ja, sagt eigentlich nichts, wie wir den Sichtanflug tatsächlich machen. Es gibt auch keine Sichtanflugkarte hier für Samos, zumindest also nicht in den Navigraph-Charts, die die meisten wahrscheinlich nutzen. Aber ich kann euch sagen, auch in den NavBlue bzw. Lido-Karten ist das nicht anders. Da kommen dann sogenannte Destination Manuals oder Route Manuals zum Tragen. Das sind einzelne ja, Unterlagen der jeweiligen Airline, die für spezielle Flughäfen nochmal ein bisschen tiefer ins Detail geht, was man zu erwarten hat, welche Bahn meistens bei welchen Windbedingungen genommen wird, welche Directs es gibt, wie die Lotsen auf verschiedene Requests reagieren, welche Standplätze zu erwarten sind und so weiter, welche Besonderheiten im Anflug es gibt. Und für einige Flughäfen, unter anderem eben auch Samos, werden dann nochmal spezielle Anflugverfahren dort abgedruckt in diesen Manuals. Und das ist eben auch hier tatsächlich der Fall für Samos. Das sind leider Unterlagen, die nicht so im Netz verfügbar sind. Und da kommt man auch als Außenstehender relativ schwer ran oder wenn nicht gar überhaupt nicht. Das muss man dann tatsächlich sich entweder selbst zusammenbasteln oder man schaut eben Tutorials wie dieses hier. Diese Route Manuals oder Destination Manuals, die man dann nutzt, sind tatsächlich auch, ja, je nach Airline auch mal ein bisschen salopp gekennzeichnet oder salopp gezeichnet. Also es ist nicht unbedingt immer maßstabsgerechtes Kartenmaterial. Also es gibt tatsächlich auch Route Manuals, wo es noch ein paar handschriftliche Notizen mit eingepflügt werden oder ein paar Zettelchen, die da noch mit draufkleben, wenn irgendein Kapitän bei dem Anflug etwas entdeckt hat, was wichtig wäre, dann wird das natürlich dort vermerkt oder es kleben auch so, wie gesagt, kleine Vermerke dort drin. Das ist bei Samos jetzt nicht unbedingt mehr der Fall. Das ist ein Flughafen, der schon mehrere Jahrzehnte angeflogen wird. Da hat sich das eingespielt. Aber es gibt ja immer mal wieder Plätze, die neu aufgenommen werden in den Routenbestand einer Airline und dann muss man natürlich sich das auch mal ein bisschen zusammensuchen, zusammensammeln und da sind eben die Erfahrungen der jeweiligen Piloten, die dort hinfliegen, Gold wert. Gut, wir könnten jetzt noch oder ja eigentlich schon auf diesen Überblick wechseln, der den eigentlichen Sichtanflug zeigt. Ich will bloß noch mal ganz kurz etwas zu den Hilfen sagen, die wir uns in das FMC oder der MCDU einprogrammieren können. Ich tendiere eher dazu, das Navigation Display nicht allzu voll zu machen, also nicht zig Radiale zu setzen, zig
Kreise, sich Radien zu setzen. Das macht es etwas unübersichtlich und man sollte sich also tatsächlich eigentlich nur auf das Wesentliche konzentrieren. Es gibt eigentlich nur ja, zwei wirklich notwendige Sachen. Das ist einmal eine Extended Centerline für die Bahn 09, dass man also auch ohne die Bahn zu sehen weiß, in welche Richtung man kurven muss, und ein gewisses Radial von dem Samos VOR hier abgehend. Das wäre dann der Visual Descent Point, ein Punkt, an dem man dann wirklich den eigentlichen Final Approach startet. Und wir schauen uns das jetzt tatsächlich auch mal an im eigentlichen ja, Endanflug-Kartenteil, wie das Ganze auszusehen hat. Es ist alles, wie gesagt, Pi mal Daumen. Es ist nicht wirklich so auch exakt abzufliegen. Das muss man dann nach 2, 3, 4 Anflügen sich auch mal anschauen, wie man mit den Zahlen hier zurechtkam. Es gibt eigentlich drei große, ja, oder drei wichtige Abschnitte in diesem Endanflug, den wir oder die wir hier zu beachten haben. Erinnert euch noch schnell an die Karte, die wir vor uns gerade gezeigt haben. Wir überfliegen ja oder umfliegen Samyopula, die kleine Insel, und fliegen dann immer entlang der Küste. Das hieße also, wir würden hier ungefähr südlich eben auf die auf den Teil mit dem Flughafen hier stoßen. Und je nach Können, je nach Mut, würde ich das jetzt auch mal so sagen, kann man natürlich hier relativ eng fliegen und dann gleich hier abbiegen und über den ersten Punkt, über das Dorf Ireo, den Anflug beginnen. Wäre das natürlich etwas Stück für Stück haben möchte, ein bisschen konsequenter haben möchte, der beginnt tatsächlich hier am Visual Descent Point. Der liegt am Radial 179 bei 2,7 DMI ungefähr oder 3 DMI von Samos VOR entfernt. Das kann man sich setzen. Wir werden es dann in der Praxis zeigen, wie das funktioniert. Ich werde das dann auch Schritt für Schritt mal durchgehen mit euch. Und dieser Punkt erscheint ja dann, der VDP erscheint ja dann auf dem Navigation Display, und damit hat man schon mal eine erste Richtlinie, einen ersten Hinweispunkt, ab wo man eigentlich beginnen sollte. So, jetzt nochmal, nachdem ich mich da ein bisschen verklickt hatte. Also über dem oder bei dem Dorf Ireo ist auch ein ziemlich markanter Sichtpunkt. Das ist dieses kleine Pier hier unten. Ich kann das jetzt leider nicht vergrößern. Aber das ist so ein, ja, eine Mole, ein Pier, wo doch recht viele Fischerboote liegen. Ist gut zu erkennen, wenn man hier die Inselküste entlang fliegt. Und spätestens dann also wüsste man, dass man jetzt hier tatsächlich auch eindrehen sollte, um über dem Dorf seinen Anflug zu beginnen. Wir sehen hier die 1, bedeutet also, das ist der erste Punkt, wo wir schon mal oder wo wir eine gewisse Höhe haben sollten, um dann halbwegs perfekt hier rauszukommen. Beim Anflug sollte so zwischen 1500, 1800 Fuß liegen. Viel besser, also wirklich empfehlenswert, wären die 1500, mehr oder weniger. Es gibt auch Kapitäne, die hier um die 1800 haben, 1900 knapp. Das kann man, wie gesagt, einfach mal ein bisschen auch schauen, wie die Situation dann im jeweiligen Anflug ist. Durchaus gibt es auch ab und zu mal, auch wenn nicht allzu viel, aber ab und zu auch mal starke Winde. Da muss man natürlich auch ein bisschen anders planen, und schaut es euch einfach an, wie gesagt, wenn ihr dann dort direkt vor Ort seid, wie ihr den Anflug handeln müsstet. Aber als Richtwert kann man schon sagen, 1500 über dem Dorf Ireo, über dieser Küste, über dem Hafen von Ireo, wäre also tatsächlich anzuraten. Dann geht es eigentlich wieder zurück, so ein bisschen in nordwestliche Richtung. Wir überfliegen, auch wenn das jetzt hier mit dem Pfeil etwas anders zu sehen ist, eine Militärbasis. Das ist diese hier, links quasi, links unter dem unter der Pfeilspitze. Auch recht gut zu erkennen, zumindest wenn man das Ganze im Microsoft Flight Simulator macht oder im X-Plane mit Orthos, dann ist diese Militärbasis sehr gut abgebildet. Es ist ein großer, ja, weißer Fleck mit, oder ja, sehr heller Bereich mit sehr vielen Hallen und Baracken.
Und der ist eigentlich auch sehr, sehr gut erkennbar. Man kann das auch nicht irgendwie verwechseln mit was anderem. Hier ist tatsächlich in Bergen sehr stark bewaldeter Abhang und da thront dieser helle Bereich natürlich sehr deutlich, sehr markant darauf, sticht hervor. Und hier wäre dann auch der zweite Punkt für die ganze Geschichte. Wir sollten darauf abzielen, diesen Militärstützpunkt bei 1000 bis 1200 Fuß zu überfliegen. Und während dieses Anflugs natürlich immer eine konstante Sinkrate beibehalten. Nachdem wir diesen Militärstützpunkt überflogen haben, taucht dann links von uns oder ja, links und geradeaus von uns wieder ein Abhang auf, eine Bergkette. Dort liegt das Dorf Miloy. Dieses Dorf überfliegen wir nicht. Wir biegen vorher rechts ab. Das ist ebenfalls so ein bisschen erfahrungswert. Man könnte sich jetzt hier noch ein paar Radiale setzen, die einem so ein bisschen dabei helfen, wo man ungefähr abbiegen sollte. Aber was ich bereits sagte, ich persönlich schätze das eher weniger, weil es mich dann doch eher verwirrt und das Navigation Display so voll lädt, dass man da eher einen Überblick verliert, als ihn behält. Insofern also das Dorf Miloy vor diesem Dorf Miloy oder bei diesem Dorf Miloy abbiegen nach rechts. Und dann haben wir hier eigentlich den letzten Punkt, fast den wichtigsten kann man sagen, denn das ist auch nochmal ein ganz, ganz markanter Punkt. Das ist das sogenannte Greenhouse oder die Greenhouses. Das sind Gewächshäuser, die eine sehr ja, fluoreszierende Oberfläche haben. Die dort also im Sonnenlicht stark reflektiert und demzufolge auch schon von sehr, sehr weit weg durchaus gut sichtbar ist. Das ist das. Es gibt zwei Greenhouses, also ein sehr, sehr großes. Das ist eigentlich das Haus, was so mehr oder weniger in der Verlängerung der Bahnachse liegt, der Bahnmittellinie für die 09. Und über diesem Haus sollte man sich ungefähr bei 400 bis 450, maximal 500 Fuß befinden und dann ja mit viel Glück, viel Können natürlich auch ausgerichtet sein auf die Bahn. Vor diesem großen Greenhouse gibt es nochmal ein kleineres Greenhouse, ein kleineres Gewächshaus, auch erkennbar, sowohl im MSFS als auch im X-Plane mit Orthofotoszenerien. Zwischen Miloy quasi und dem Flughafen liegen diese beiden Greenhouses und da kann man sich also recht perfekt zumindest entlanghangeln. Aber das ist eben alles Theorie, das muss man dann tatsächlich nochmal in der Praxis sich immer wieder angucken. Wie sind die Winde, wie drücken die mich weg, wo drücken sie mich hin? Und dann natürlich das Ganze nochmal ein bisschen abändern. Wer sich wie YouTube-Videos ansieht von diesen Anflügen auf die 09, wird recht häufig auch bemerken, dass die Flieger natürlich in den seltensten Fällen tatsächlich perfekt ausgerichtet sind. Also die meisten müssen immer noch mal korrigieren. Entweder sind sie weit unten oder zu weit oben oder sie sind zu niedrig oder etwas zu hoch. Also es ist eben ein Sichtanflug, der gerade so in den ersten Malen immer noch zu, ja, Verwerfungen führt. Das muss man schon sagen. Konfigurationstechnisch ist schon anzuraten, dass man schon am Visual Descent Point bzw. jetzt hier vor dem Einbiegen auf den letzten Final Approach sich schon voll konfiguriert, das heißt alle Flaps draußen, das Fahrwerk unten. Natürlich ja, es ist Widerstand, kostet Geld, kostet Energie, aber ihr habt hier so viel zu tun, es ist so viel darauf zu achten, dass man für sowas wahrscheinlich auch wenig Zeit hat und vielleicht sogar, wenn man es die ersten Male macht, das eventuell sogar vergisst und dann hier in Schwierigkeiten kommt, die richtige Geschwindigkeit zu haben für den Anflug auf den Platz selbst. Also anzuraten, wirklich komplett voll konfiguriert zu sein. Landing Configurations, Kabine ist gecheckt, Landing Checklist ist gelesen und dann könnt ihr euch hier ganz in Ruhe, so wie man es nimmt, in Ruhe halt auf diesen Anflug vorbereiten, beziehungsweise den abfliegen. Es passiert alles sehr, sehr schnell. Es ist keine große Entfernung hier. Man hat also nicht allzu viel Zeit, irgendwas zu korrigieren oder ja, Fehler zu machen. Natürlich spielt ja auch so ein bisschen das Terrain eine Rolle,
Es ist alles etwas eng, auch das Tal ist relativ eng und der Anflug selber, die Rechtskurve, die einleitende, wird auch sehr eng geflogen, natürlich nur mit einem Abstand von 400 bis 450, 500 Fuß zum Boden. Der Platz liegt übrigens fast auf Meereshöhe, also hier muss man nichts dazu rechnen. Und die Schwierigkeit, die im Simulator bedeutet, ist natürlich noch zusätzlich, dass wir relativ wenig ja, Sichtfeld haben. Wir können schlecht rausschauen aus dem rechten Fenster und unseren Kopf neigen und gleichzeitig noch auf die Instrumente sehen. Das funktioniert vielleicht mit einem Track-IR, wer aber Track-IR oder andere Möglichkeiten nicht nutzt, der ist also ein bisschen limitiert in seinen Möglichkeiten. In der Realität ist das natürlich anders. Man hat seinen Co-Piloten, der immer wieder aus dem rechten Fenster schaut und einem wichtige Hinweise gibt, wie, wo, in welchem Winkel man sich gerade befindet. Da kann also da wunderbar eingreifen, wunderbar helfen und man selbst natürlich auch vom linken Sitz kann immer seinen Kopf neigen, ein bisschen sich ducken, ein bisschen krumm machen, mal gucken und dann wieder schneller auf die Instrumente. Das funktioniert im Simulator natürlich weniger. Insofern ist dieser Anflug nochmal mit einer etwas größeren Schwierigkeit verbunden, vielleicht sogar zumindest von der Sicht her als in Wirklichkeit, wobei in der Wirklichkeit natürlich immer noch das eigentliche Fliegen und natürlich auch die Geschwindigkeit dazukommt, die man im Simulator nicht ganz so spüren. Das ist ja dann doch eher nur ein zweidimensionales Erlebnis. Gut. Ansonsten sei noch mal drauf verwiesen und wirklich mit mehreren Ausrufezeichen verwiesen, dass man nicht hier durch das Tal fliegt und dann die Bahn natürlich in Sicht bekommt und sich denkt, oh, das kann ich abkürzen, ich muss gar nicht hier runter bis zur Küste, sondern kann gleich links rum und ja, eigentlich auf fast geraden Weg auf die 09 aufschlagen. Das funktioniert nicht. Hier gibt es dann tatsächlich doch recht hohe Berge noch, die man gar nicht so aus der Entfernung wirklich erkennt und beziehungsweise auch gar nicht wirklich einschätzen kann, wie hoch jetzt die tatsächlich sind und wie sie einen behindern. Das hat in den frühen 80er Jahren auf dem Flug von Athen nach Samos auch eine Besatzung einer Shorts 330 gedacht von Olympic Airlines. Die haben das und ihre Passagiere mit dem Leben bezahlt, diesen Irrtum. Danach wurde das tatsächlich verboten, diese Abkürzung hier zu nehmen. Man hat also den Sichtanflug hier entlang der Küste zu machen, beziehungsweise eben nicht abkürzend über diese Bergketten, diesen Bergrücken, der hier vor dem Platz ja eigentlich noch in Sicht ist. Ja, das wäre es gewesen, zumindest in der Theorie. Da gibt es jetzt eigentlich nur noch eins auf ins Cockpit unseres Airbus. Wir sind geflogen oder wir fliegen von Athen nach Samos. Das ist eine ganz kurze Strecke, 25 Minuten höchstens Flugzeit. Kann man also durchaus auch empfehlen für alle jene, die das immer und immer und immer wieder üben möchten und sich dann halt im Simulator eine Speichersituation zurechtzulegen, die dann kurz vor dem Anflug beginnt, vielleicht bei Ormus oder ein Stück weit vor Ormus, dass man das dann alles nochmal wirklich durchexerzieren kann. Ich werde ganz kurz nach dem Start schon mal einspringen, um da ein paar Dinge euch zu zeigen, was wir uns hier überlegen müssen. Gerade was wir einstellen, Radiale, Fixed Wings, die Höhe bei Ormus. Und dann springen wir weiter auf den eigentlichen Anflug. Da sitzen wir schon im Airbus Cockpit und jetzt geht es tatsächlich auch daran, mal so das zu programmieren, was wir da in der Theorie besprochen haben. Ich habe es ja angerissen, wir brauchen zwei Punkte, zum einen die Extended Centerline der Bahn 09 und Visual Descent Point, der auf dem Radial 179 in 2,7 Entfernung von Samos UA liegt. Und die erste Geschichte mit der Extended Centerline ist über zwei Methoden machbar. Wir können das einmal über Direct tun, also hier Direct und dann LGSM 09, dann können wir hier ein Radial in oder Radial out legen, in unserem Fall eben Radial out 270. Wir können aber auch ganz einfach das über Fix Info machen, was das Einfachere ist. Wir sparen uns quasi die ganzen sparen uns die übersprungenen Wegpunkte, wenn jetzt noch recht viele vor uns lägen, dann wird man natürlich in Direct diese verlieren. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Insofern ist es ein bisschen eleganter, das über Fixinfo zu lösen. Und das ist ein ähnliches System wie eben ein LGSM09, also der Punkt, von dem sich aus der Fix befindet, in unserem Fall eben da 09 in der Samos. Dann ziehen wir das Radial raus. Wir nutzen natürlich das Radial, was uns entgegenliegt, und das ist bei 09
2270. Wenn ihr euch nicht sicher seid oder das nicht gleich sofort berechnen könnt, schaut auf die Airport Chart. Schaut auf die Bahn, die euch gegenüber liegt. Und nehmt dann natürlich diesen Wert, der im Runway QDM-Feld steht. Gut, damit hätten wir das eine. Wir sehen dann hier schon die gestrichelte Linie. Die kommt hier quasi aus dem Bereich um Samos. Wir sehen es also hier vom Airport. Führt sie weg. Wir sind also in etwa jetzt schon auf, ja, mehr oder weniger direkten Kurs auf die Bahn 09, wenn man so will. Die Extended Center Line, die Mittellinie der Bahn, ist jetzt links von uns, aber wir wollen das natürlich jetzt hier so lösen, wie wir es besprochen haben. Und das nächste ist eben das Radial von Samos hier ausgehend. In Airbus wird das folgendermaßen gemacht: Point Bearing Distance, also erst der Punkt, auf den sich das alles bezieht, dann das Bearing, also die Richtung, in der das Radial zeigen soll, in unserem Fall 179, und dann die Entfernung zu 7, und dann bestätigen wir das einmal, indem wir das hier unter Omos setzen, am besten in Richtung des CF-NDPs. Schaut ganz genau hin, dass ihr euch nicht ein anderes UR auswählt. Manchmal ist man recht schnell beim Drücken und dann hat man vielleicht ein UR als Referenzpunkt, was 2643 nautische Meilen entfernt ist. Also schaut auf die Frequenz, schaut auf die Entfernung. Offensichtlich ist es natürlich das hier. Und in dem Zusammenhang können wir auch gleich das NDP löschen, die Discom löschen. Das bestätigen wir einmal und damit hätten wir zumindest so das eingegeben, was wir auch wirklich brauchen. Jetzt haben wir hier noch ungefähr 1000 Fuß bis zur Zielhöhe. Wir reduzieren auf 1500 Fuß oder weniger. Und jetzt schauen wir uns das nochmal im Blend-Mode an. Aber da sollte es jetzt keine bösen Überraschungen geben. Hier unsere Strecke von Ormos hinein. Ormos ist hier, dann geht es hier also runter bis zur Insel über den Sichtflug, Sichtanflug. Und wenn wir wollen, dann auch über den PBD01, den Visual Descent Point. Eins haben wir noch vergessen, wir möchten ja bei 6000 ungefähr sein, bei Ormos 6000 oder höher, also plus 6000 hier bei den Hard Constraints eingeben. Dann akzeptiert unser Airbus das, und wenn wir das einmal hier auf Constraints uns angucken, sehen wir auch FL60 plus, heißt also genau das, was wir gerade eingegeben haben. Gut, was jetzt noch bliebe, wäre tatsächlich nur die Eingabe der einzelnen Werte für den Anflug über die Performance Page. Das werde ich jetzt hier im Hintergrund machen und melde mich dann, sobald wir in die Reichweite von Ormos kommen. Und jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. Wir sind im Sinkflug in Richtung Samos, in Richtung Ormos, und können jetzt nochmal ganz kurz hier die schöne griechische Inselwelt genießen mit herrlichem Sonnenschein, schönem klarem Wasser, einem schönen Airbus A319 mit den CFM-Triebwerken. Aber ja, wir müssen uns jetzt schon wieder gedanklich in eine andere Richtung bewegen, nämlich auf den Anflug, der uns wirklich alles abverlangt, der uns fordert. In der Theorie ist es bereits angeklungen, dass die große Schwierigkeit besteht eben darin, dass man hier kaum wirklich gute Sicht hat. Man muss sich also das schon recht gut zusammenarbeiten mittels der Extended Centerline und ein paar Merkmalen, die wir ja vorhin schon besprochen haben. Nichtsdestotrotz, ich denke, wir werden das hier schon schaukeln, das Kind. Und wir sind im Anflug jetzt bereits auf Samos. Ich habe es gesagt, hier hinten kommt es in Sicht, die Insel. Wir schauen mal ganz fix auf die Arrival. Wir hatten es vor uns schon gemacht, Ormos, und ich nutze dann die Variante, dass ich also hier zwischen diesen beiden Bergen hindurchfliege in dem Tal und dann mich an der Küste entlang arbeite über Samiopula, dann hier über dem Dorf Ireo den Anflug beginne. Wie ihr es macht, ist euch überlassen. Die Möglichkeiten, die Varianten hat man ja durchgesprochen, und das ist unser Platz. Nicht gerade die längste Bahn der Welt, 2044 Meter nur. Das wird also doch recht knapp, hier mit einem gut beladenen A319 mit ordentlich Sprit. Sollten wir also doch durchaus mit Medium Brakes arbeiten und Full Reverse
dass man vielleicht dann hier Alpha 3 schaffen oder Delta. Falls nicht, muss man halt dann wirklich zurückrollen und über Echo rein. In der Realität wird einem einfach irgendwo ein Standplatz gegeben, die wurden, oder ja, also früher wurde es zumindest so gemacht, da gab es also wirklich kaum Standplatzmarkierungen, da hat man sich einfach dorthin gestellt, wo der Marschaller einen haben wollte. Heute ist ja durch die Übernahme von Fraport, durch die Fraport AG ein bisschen, ja, wie ich sagen, Struktur eingekehrt und da gibt es hier tatsächlich auch Parking Stands, die man nutzen kann. Nichtsdestotrotz wird im Sommer, wenn es hier doch sehr voll wird, durchaus auch mal das eine oder andere Flugzeug etwas ja, kreativ geparkt, möchte man mal sagen. Gut, das ist soweit erstmal alles. Die die Arrival-Werte habe ich eingetragen. Ihr seht, wir haben hier 36 Grad. Es liegt daran, dass ich hier eine Wettersituation nutze aus dem Sommer. Da ist die Windsituation doch etwas stabiler. Die aktuellen Wetterdaten jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben immer den Anflug auf die 27 erzwungen und das wollte ich jetzt hier nicht machen für dieses Tutorial. Gut. Immer noch der Blick hier mal ganz kurz auf unser NAV-Display. Ich mache mal das Terrain Radar weg. Wir sehen hier den berühmten Diesel Point, dieses Magenta D mit dem Kreis drumherum. Dort wird der Airbus also automatisch in die sogenannte Approach Phase wechseln und die Geschwindigkeit dann Stück für Stück reduzieren bis zur nächstgeringeren Klappenstufe. Wird also Stück für Stück auf 183 reduzieren und dann immer weiter auf 146 und zum Schluss dann mit den Full Flaps die Approach Speed von 134 anvisieren. Das ist eine schöne Sache, diese Automatik. Sie führt natürlich dazu, wenn wir sie jetzt hier einfach durchlaufen lassen, dass man ein gutes Stück vor der eigentlichen Bahn hier mit sehr, sehr geringer Speed unterwegs sind. Wir müssen ja auch schon ziemlich zeitig konfiguriert sein. Heißt also, dass wir da ziemlich unökonomisch unterwegs sind und dort mit ganz, ganz wenig ja, Geschwindigkeit umhergurken, kostet Treibstoff und ja, natürlich auch Zeit für die Passagiere, die hier vielleicht etwas schneller ans Ziel wollen. Insofern, die ganze Kunst besteht darin, sich dann hier in die Selected Speed zu begeben. Und da kann man natürlich auch, ja, kann man selber wählen, dafür ist es die Selected Speed, welche Geschwindigkeit man haben möchte. Und danach die Approach Phase zu aktivieren. Konfirmen das und der Airbus bleibt natürlich in unserer voreingestellten Geschwindigkeit jetzt von 250 Knoten, hat den Vorteil, wir können jetzt selbst bestimmen, wie schnell wir oder wie langsam wir unterwegs sein wollen und können dann, sobald wir das wollen, auch wieder zurück auf die Approach Phase, auf die automatische Schubreduzierung, Geschwindigkeitsreduzierung zurückfahren, indem wir dann einmal hier den Knopf hineindrücken und damit das Kommando wieder an das Flugzeug zurückgeben. Ich möchte ungefähr kurz vor dem Einflug in diese Lücke hier rund 200 Knoten haben, dann Schritt für Schritt reduzieren, 180 mit Klappen setzen und eben dann voll konfiguriert sein bei dem Überflug von Samu-Pula bzw. Ireo und dann dort das letzte Stück hoffentlich gut durchziehen. So, die 10.000 Fuß kommen in Sicht. Das heißt also, hier wird angeschnallt, hier wird markiert, hier wird gedingt, dass die Kabinenbesatzung das ebenfalls auch weiß, dass die 10.000 erreicht sind. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, wie ihr den Anflug durchführt, ob es vollautomatisch macht oder nahezu vollautomatisch mit den Hilfen, die der Airbus so zur Verfügung stellt, oder ihr macht es halbautomatisch und macht es ganz manuell. Also lasst euch die Richtung mittels Heading hier oder Track fliegen, oder ihr sinkt über Vertical Speed oder Flight Path Angle, oder ihr macht es eben mit ausgeschaltetem Autopiloten, lasst aber den Schub kontrollieren vom Airbus oder eben ganz manuell, je nach Können und eher nach Erfahrung vielleicht und Lust auf eine neue Herausforderung. Ich werde es also so machen, dass ich jetzt hier
das halbautomatisch mache, den Schub durch den Airbus regeln lasse. Vorher wähle ich noch manuell meine Geschwindigkeit an, aktiviere die Approach Phase. Das hat den Hintergrund, dass man nicht zu zeitig auf die jeweiligen Geschwindigkeitsstufen abbremsen will, die der Airbus ja hier sich einprogrammiert hat und dann sehr, sehr lange mit einer niedrigen Geschwindigkeit in einer niedrigen Höhe langfliegt. Das muss nicht sein. Und damit kann man das also tatsächlich ein bisschen besser regeln hier, indem man die Speed auf Selected stellt und sich die Geschwindigkeit selbst regelt. Dann hat man trotzdem immer die Möglichkeit, später wieder auf Manage zurückzugehen. Also, ihr seht es jetzt hier, würde der Airbus die 134 jetzt versuchen zu erreichen, indem er eben Stück für Stück über die Flap und S-Speed hier geht. Aber das will ich nicht. Ich möchte also das erstmal selber ein bisschen regeln. Ich werde auf 220 jetzt erstmal reduzieren, dann versuchen mit 200 ungefähr dem Tal zu folgen und dann sehen wir mal weiter. Wir werden sehr, sehr wahrscheinlich durch das hohe Terrain, durch die Berge, die da doch recht nah sind an unserem Flugpfad, an unserer Strecke, werden wir Speed als da, werden wir Warnungen bekommen, unseres Ground Proximity Warning Systems, Terrain, das können wir aber durchaus auch ignorieren. Wir sehen die Umgebung, wir kennen das Terrain und wir haben natürlich auch unser Terrain Radar noch aktiv. Man kann es sich ein bisschen ruhiger machen, wenn man nicht möchte, dass der Airbus einen anschreit, vielleicht gerade wenn man es jetzt zum ersten Mal macht, dass man das Chipbiss hier ausschaltet. So, jetzt mache ich es mal manuell. Ich habe auf Autopilot ist Disconnect. Ja, man kann das GPWS hier ausschalten, indem man den Sys-Knopf drückt. Dann hat man aber auch keinen Terrain Radar mehr. Da muss man also gucken, einfach wie man es sich gerne zurecht basteln mag. Gut, und noch ein Blick auf die Karte des eigentlichen Platzes. 2044, die Bahn, die ist recht kurz. Wir lernen also auch mit Full Reverse nicht allzu zeitig zum Stehen kommen. Vielleicht haben wir Glück und wir erreichen irgendwie noch Alpha 3, aber das ist schon eine recht brutale Bremsung, die muss echt nicht sein. Insofern wird es darauf hinauslaufen, bis zum Ende der Bahn zu rollen, über den Turning Pad und dann zurück über Alpha 3. Ist es jetzt Alpha 3? Ich glaube, in der Szenerie ist es noch Charlie, die ist also nicht mehr super aktuell. Gut, weiter auf 200 reduzieren. Das erstmal das und natürlich wieder kurze Bahn Medium. Nächste Höhe ist erstmal 4000. Die versuchen hier zu halten, zu erreichen erstmal. Und ja, Flight Directors kommen ebenfalls auf aus. Und Flips One. Was ihr tun könnt, eventuell, wenn euch das alles ein bisschen suspekt erscheint, auf einem Berg zu fliegen, wirklich, und da in einer sehr, sehr engen Kurve, dann versuchen, die Bahn zu erreichen. Ihr könnt es also auch machen, indem ihr noch ein Stück weiter fliegt als Irio. Also ich biege ja bei dem Dorf, was wir in der Theoriestunde gelernt haben, gesehen haben, biege ich ja quasi links dann ab, fliege über dieses Dorf hinweg. Was so der reguläre Weg ist, sage ich mal. Man kann aber auch ein Stück weiter fliegen, die Küste entlang, bis ungefähr Höhe Greenhouses, Höhe Gewächshäuser. Und dann nach links abbiegen und direkt über dem Gewächshaus versuchen, die Bahn zu erreichen. Hat natürlich den Nachteil, wir müssen auch kurz jetzt hier das einstellen, 108, hat natürlich den Nachteil, dass man dann doch recht spitz den Anflugwinkel, den letzten Anflugwinkel hier hat. Was ihr auch machen könnt, je nach Vertrauen in die Technik und Vertrauen in euch selbst, dass ihr die einzelnen Höhen versucht sehr zeitig zu erreichen und dann im Levelflug erstmal eine Weile abfliegt. Das ist also möglich. Jetzt habe ich hier sogar 3000 eingestellt, nicht 4000. Das war eigentlich anders gedacht, aber wir sinken weiter auf 2000. Dass ihr die Höhen erstmal einhaltet und dann die Stück für Stück quasi an den Punkten euch dann wieder herabsinken lässt. Last. Und dann wieder bis zum nächsten Punkt und dann wieder sinkt und so weiter und so fort. Also wer das also nicht mag, hier in einem Continuous Descending Right Turn quasi auf eine Bahn abzusinken, zuzufliegen, die man eigentlich gar nicht sieht, der kann das unter Umständen auch machen. Es ist alles erlaubt. Wir sind hier immerhin noch
in einem Computerspiel und nicht in Line-Check. Gut, jetzt sehen wir hier die Bahn genau vor uns. Wir kreuzen ja also die Extended Center Line. So soll das sein. Und natürlich jetzt, ja, der Drang oder die Möglichkeit bestünde, hier wirklich drüber zu hüpfen und dann die Bahn zu erreichen. Aber lasst es bleiben, es funktioniert tatsächlich nicht. Gut, weiter reduzieren auf 1,80. Und Stück für Stück haben wir jetzt hier die Strecke. Ich werde das mal ein kleines bisschen vergrößern, damit ihr auch was seht, was ich hier so mache, vorhabe. So, hier haben wir Samyapula, die Insel. Und Flaps 2. Hier habt ihr das typische Ballooning gesehen, das eben passiert beim Flaps 2 ausfahren. Das ist ein bisschen zu gravierend beim Tolis, aber das Ballooning ist trotzdem da, auch wenn Airbus uns erzählt, dass es das nicht gibt. So, dann Gear Down. Und wir reduzieren auf 5 Lap Speed 1,3,5. Wir sinken weiter auf die ...1600, 1800, sowas in der Richtung, was wir halt über dem Dorf haben wollen. 1700 fange ich mal an, das sollte recht gut funktionieren. 2500. Left 3. Kabine kriegt Zeichen, dass es soweit ist, anzuschnallen. Und das bietet natürlich hier optimale, kraftvolle, visuelle Augenblicke für die Passagiere, die jetzt hier auf der linken Seite sitzen, das ist schon gigantisch und natürlich auch für die Cockpitbesatzung. Das ist einfach eine schöne, sehr, sehr schöne. Und Flaps Full, das macht uns hier ein bisschen kratzen. Wir haben gerade den Alpha-Flow-Bereich angekratzt, aber noch ist alles in Ordnung. So, das Terrain Radar schalten wir mal aus. Das kleine Dorf kommt in Sicht, Ireo. Man sieht es schon kurz hervorlugen. Und versuchen wir mal unser bestes Programm abzuliefern. So, die Slats müssen noch geahmt werden. Sehr schön. Die ICAM erzählt uns das. Das ist ja das Schöne am Airbus. Ich versuche mal ein kleines bisschen hier tiefer zu gehen, dass wir nicht allzu hoch über dem Dorf reinkommen. Aber jetzt passt es auch wieder ausgezeichnet. Wie gesagt, die gestrichelte blaue Linie ist unsere Extended Center Line. Die können wir da immer auch ein bisschen uns ansehen, wenn wir wissen wollen, wo jetzt eigentlich die Bahn ist, wie wir jetzt eindrehen und wann wir eindrehen und ob wir halbwegs ausgerichtet sind oder nicht. Es ist nicht allzu schlimm, zu hoch zu sein. Zu tief ist ein bisschen schlimmer. Also lieber ein paar Fuß zu hoch. Man kann das dann im letzten Teil immer noch gut korrigieren, wenn man über den Gewächshäusern ist. Das ist gar kein Problem. So, Miss Approach Altitude im Falle eines Go-Runs, wenn wir die Bahn nicht treffen sollten, wäre 1600. Gut, und jetzt geht es hier tatsächlich Stück für Stück immer weiter runter. Das ist die Militärbasis. Die wollen wir so bei, 1000 bis 1200 überfliegen. Gut zu erkennen. Versucht ruhig ein bisschen links von der Militärbasis zu fliegen, statt sie direkt zu überfliegen. Damit habt ihr einen besseren Winkel zum Eindrehen dann. So, die 1200 haben wir eigentlich ganz gut hier erreicht. Er ist unter uns jetzt, taucht es ab und hier in Miloy, das Dorf. Und wir fliegen darauf ein Stück weit zu. Ruhig Blut und das tatsächlich auch so weit akzeptieren. Ein bisschen abflachen den Descent, leicht eindrehen schon mal. Checken, dort ist die Bahn, dort sind die Gewächshäuser. Und jetzt geht's herum und dann versuchen wir mal unsere Glück. Drückt die Daumen, dass alles soweit funktioniert. Wir müssen ein kleines bisschen abflachen, die wir jetzt hier nicht allzu weit sinken. Das
sollte zumindest mit dem Ausrichten auf die Centerline ganz gut hinhauen. Ein kleines bisschen sinken müssen wir noch. Dort ist das Greenhouse, dort ist die Bahn ausgezeichnet, das sieht gut aus. Ein Weiß, drei Rot. Wir können bestens korrigieren jetzt auch lateral und vertikal. Sehr, sehr schön. Ja, und dann heißt es jetzt nur noch, die Maschine gut auf die Bahn zu drücken. Aber das sollte jetzt die geringste Schwierigkeit sein bei der ganzen Geschichte. Dann leicht korrigieren. Wind jetzt was direkt von vorne hilft uns natürlich ungemein hier. Kurve auszuleiten auch. 100. Sehr schön. 50, 40, 30, 20. Retard, retard, 10, 5. Ah, ausgezeichnet. Spoilers. Reverse Green. Und Diesel. Herzlich willkommen auf Samos. 60 Knoten. Es kommt wieder rein, Manual Brake und wir rollen. Ja, ich glaube, wir hätten hier sogar abgekonnt. Ja, aber das ist dann doch ein zu starkes Bremsmanöver. Ausgezeichnet. Wir rollen zurück bis zum Ende der Bahn, Turning Pads, und dann geht es wieder zurück auf den Apron. Ja, ein Anflug, den man jetzt nicht unbedingt aus dem Ärmel schüttelt, das ist so, aber immer weiter üben. Immer weiter dranbleiben. Und dann kriegt man auch einfach mehr Vertrauen in die Maschine, in seine Fähigkeiten, in das ganze Fluggefühl vielleicht einer Maschine. Übt das ruhig auch mit nur einem Flugzeugtyp. Also es macht jetzt keinen Sinn, hier die ganze Palette rauszuholen, die ihr so habt da in eurem virtuellen Hangar. Das macht nicht allzu viel Sinn. Ihr müsst tatsächlich auch die Maschine sehr gut beherrschen und kennen und kontrollieren können und da dann immer wieder zu wechseln, ist vielleicht eher kontraproduktiv. Gut, dann kommt die PU hier auf an. Wir schalten unten das Wetterradar aus, das war aus. Halt off. Und ja, rollen hier noch vor. Sehr schön. Recycle die Flight Directors. Und damit hätten wir unsere Anflugprozedur, unsere erste Aufgabe in dieser Videoreihe erledigt. Ja, die nächsten Teile, ich sagte es am Anfang schon, sind dann tatsächlich nur noch für die Patreons verfügbar, die also einen monatlichen Betrag hier noch zusätzlich geben, um mich da ein bisschen zu unterstützen in ihrer Arbeit, in meiner Arbeit, nicht in ihrer, in meiner Arbeit. Wer das also tun möchte, der Link in der Videobeschreibung, ebenso wie der Link zur Szenerie und ja, zu den Kapitelmarken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es freut mich sehr, wenn euch das ein bisschen hilft, hier die Anflüge auf Samos ein bisschen sicherer zu gestalten, ein bisschen gekonnter zu gestalten. Die Sommersaison steht ja jetzt vor der Tür, kommt ja langsam in Schwung und da bietet sich natürlich an, auch vielleicht mal im Simulator virtuell ein paar schöne Urlaubsrunden zu drehen. Gut, wir drehen jetzt hier noch ein auf den Standplatz und dann beenden wir die ganze Geschichte. Ich freue mich, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert, abonniert und dann ja, sehen wir uns recht bald wieder bei einem der nächsten Videos hier auf diesem Kanal. Bis dahin, bleibt entspannt, bleibt heiter, bleibt gesund und natürlich wie immer, Happy Landings!